Also, ich glaube, viele Naturliebhaber haben so eine insgeheime Sehnsucht nach der Einsamkeit. Ich bin hier an der Reschbachklause und ich habe die Reschbachklause für mich alleine. Hier ist keiner da. Und ich glaube, es gibt so eine Sehnsucht, dass ich das genau so haben möchte. Wenn jetzt hier eine Schulklasse wäre oder so, würde mich das schon total stören. Oder irgendwie der Kegelclub von wer weiß wo. Wenn der jetzt hier Party machen würde, möglicherweise sogar noch grillen oder was. Nee, dann. Oh, Jesus, dann will ich sofort abhauen. Nee, man will. Entschuldigung. Ich glaube, man will alleine sein. Oder ich will alleine sein. Viele Naturliebhaber wollen alleine sein. Und ich glaube, da gibt es ein Missverständnis. Das steckt in dem Wort Wildnis. Und der Nationalpark macht ja Werbung mit Wildnis. Ich war letztens am Poletnek hier in Tschechien. Da waren große Plakate, wo die Meinung von Aldo Leopold wiedergegeben wurde. Ein Amerikaner, der sich sehr viel Gedanken über Wildnis gemacht hat. Und Wildnis hat, glaube ich, immer den Beiklang, man ist alleine. Man ist alleine in der Wildnis und sonst niemand. Ich und die Wildnis, die wilde Natur, das möchte man haben. Ist natürlich Quatsch. Also hier die Reschbachklause ist schon mal gar keine Wildnis. Das ist überhaupt keine Natur, das ist vom Menschen gemacht. Das ist ein Stausee. Dient dem Holzflößen. Ja? Also ist eine sehr, sehr kulturelle, menschengemachte Geschichte hier. Sieht aber sehr schön aus, wie so ein wilder See. Ist aber gar kein wilder See. Ja. Und das Problem mit der Wildnis ist, glaube ich, man möchte sie für sich alleine haben, kriegt sie aber nicht für sich alleine. Heute war ich auch am Lusen. Am Lusen war eine Schulklasse und ich war schon sauer. Nee, das war keine Bergeinsamkeit, das war keine Ruhe, das war keine Abgeschiedenheit, das war Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die machten einen Lärm, die machten einen Kladderadatsch. Und ich dachte mir, ja, so möchtest du das eigentlich nicht haben. Ist ein Widerspruch, ne? Man kann den Lusen nicht für sich alleine haben, geht gar nicht. Es sei denn, ich komme irgendwie Mitternacht dahin oder so. Ja. Und auf der anderen Seite möchte man ja die kulturellen Errungenschaften haben. Wenn einem was passiert, dann möchte man von da mit dem Helikopter gerettet werden. Oder man möchte da den Kaiserschmarrn essen. Ja? Also Bewirtschaftung soll schon wieder sein. Ach, das ist ein Ärger mit der Wildnis. Das ist so widersprüchlich, ne? So paradox. Ne? Also, ich glaube, da muss man nochmal drüber nachdenken. Also, wenn man nächste Mal mit Wildnis wirbt, Vorsicht, Vorsicht. Außerdem eine Sache noch. Wildnis ist nicht so menschenfreundlich. Also ich bin heute wieder so einen Weg gegangen, sehr schmal und matschig und ach, nicht so richtig ausgebaut, nicht so wie da, ne? So ein befestigter, trockener Forstweg, den man bequem gehen kann, wo man möglicherweise noch einen Kinderwagen schieben kann, oder einen Rollator. Das war heute alles nicht möglich, ne? Da musste man schon sehr verdammt sportlich sein, um diesen Weg durch die Wildnis gehen zu können. Und das ist auch irgendwie. Also Wildnis ist nicht so für Menschen. Wildnis, glaube ich, schließt den Menschen eigentlich aus. Wildnis, also man muss schon Lederstrumpf sein oder Indianer oder ein sehr naturverbundener Mensch, um mit Wildnis so richtig klarzukommen. Also ich glaube, ich bin ehrlich, ich komme damit nicht so klar. Ich bin gleich froh, in einer Viertelstunde bin ich an der Bushaltestelle und dann komme ich wieder in meine Pension. Und dann ist mit Wildnis auch gut. Ja? 6 Stunden Wildnis haben mir heute gereicht. Ich bin auch froh, dass ich gleich wieder in die Kultur komme. Also da draußen möchte ich nicht leben und nicht übernachten. Das ist nichts. Ich bin schon ein kultureller Mensch. Naja.